Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie zu einem kurzen Update zum Aktienmarkt begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt steht aktuell bei 9.290 Punkten, so um 16 Uhr. Das ist ja ein Abschlag von rund 8% zum Allzeithoch. Und vor einigen Wochen wurde ja noch diskutiert, ob der Aktienmarkt jetzt direkt von den 10.000 auf die 15.000 Punkte durchläuft. Gründe gäbe es ja schließlich genug. Die Zinsen sind niedrig, die Alternativen sind schwierig, wir haben Anlagenotstand. Und wenn man sich die verschiedenen Titelblätter angeschaut hat, dann hat man doch gesehen, dass die Stimmung recht positiv ist. Ich möchte das Ganze mal in einen größeren Kontext einordnen, sowohl von den Bewertungen als auch von den Bewegungen, die wir momentan sehen. Und die wichtigste Folie, die habe ich gleich am Anfang genommen. Sie sehen auf der rechten Seite mal exemplarisch dargestellt die Anlagerendite, also typischerweise die Rendite, die eine Anlage am Kapitalmarkt erzielt. Also ob das jetzt ein Investmentfonds, eine Aktie, vielleicht auch ein Zertifikat ist. Und Sie sehen im Endeffekt eine Differenz zur Anlegerrendite, also sprich die Rendite, die der individuelle Anleger damit verdient. Und wir sehen typischerweise, dass wir eine gewisse Differenz haben. Das heißt, die Kapitalanlage selbst generiert eine höhere Rendite als die Rendite, die der Anleger verdient. Profis sprechen ja auch von einer Geldgewichte, dann Zeitgewichte der Rendite. Aber ich möchte das nochmal darstellen, weil wir haben natürlich hier das Problem, dass wir teilweise Interessenskonflikte haben, die natürlich daraus entstehen können, dass die Bank an Transaktionen verdient. Dass es sich natürlich für einen Berater immer leicht darstellt, Argumentationen zu finden, die auch in der Presse momentan belegt sind. Sie wissen ja, in Russland ist es schwierig, die deutschen Unternehmen können weniger nach Russland exportieren. Da verkaufen wir doch jetzt mal Ihren DAX-Aktienfonds und kaufen mal lieber einen Rentenfonds. Und wenn wir in 3 Monaten wieder wechseln, dann können Sie 3% Ausgabegebühr bezahlen. Und das ist natürlich ein kleiner Interessenskonflikt und unter anderem einer der Gründe, warum viele Anleger leider nicht die Renditen verdienen, die am Kapitalmarkt zu beachten sind oder zu realisieren sind. Auf der anderen Seite das Thema Emotionen. Wir sind alle nur Menschen. Dementsprechend sind wir natürlich auch verhaltensgesteuert, Stichwort Behavioral Finance, also sich hier mal mit diesem Thema zu beschäftigen und das ein oder andere Buch zu diesem Komplex zu lesen, mit Sicherheit sinnvoller als jeden Tag den Wirtschaftsteil im Handelsblatt zu studieren und auf Basis der Wochenberichte irgendwelcher Analysten dann seine Anlagestrategie jedes Mal neu anzupassen. De facto haben natürlich nicht nur Sie als Anleger Emotionen, sondern auch Ihr Berater. Und deswegen ist es wichtig, sich auf eine Strategie natürlich einzuschießen und diese auch an die Lebensumstände anzupassen. Ein wichtiger Einfluss natürlich auch der Medien. Die Medien in vielen Fällen agieren natürlich auch prozyklisch. Schönes Beispiel ist ja momentan dieser Hype bei den Indexfonds, den sogenannten ETFs. Die finde ich super Instrumente. Der Preiskampf führt auch dazu, dass man viele Anlagestrategien günstiger umsetzen kann, als man sich das vielleicht vor einigen Jahren hätte träumen lassen. Also auch sehr schöne Instrumente, aber die sorgen natürlich auch nicht dafür, dass dieser Widerspruch zwischen Anlage und Anlegerrendite komplett aufgehoben wird, weil letztendlich ermöglichen sie uns ja immer noch sehr prozyklisch in die Märkte zu investieren und das ist auch ein Aspekt, der meines Erachtens hier in der Betrachtung vollkommen verloren geht. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, dann sehen Sie ja nochmal für verschiedene Vermögensklassen das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Zeitverlauf, also das Wievielfache eines Jahresertrages bezahle ich im Endeffekt für einen Vermögenswert. Und Sie sehen es jeweils dargestellt, dieser graue Balken, das ist das aktuelle Niveau, der blaue Punkt ist das Maximum im 5-Jahres-Zeitraum und hier diese Raute in Orange, das stellt das Minimum dar. Wir sehen, dass wir bei deutschen Staatsanleihen auf dem aktuellen Renditeniveau fast auf dem Allzeithoch sind, was die Bewertungen betrifft. Also aus Sicht eines deutschen Anlegers in Bundesanleihen sieht eine amerikanische Staatsanleihe doch schon fast wie eine Hochzinsanleihe aus. Und wenn wir das mal für die verschiedenen Segmente durchgehen, hier sind wir zum Beispiel bei den Unternehmensanleihen der Eurozone. Hier sind wir im Endeffekt bei den Staatsanleihen der Eurozone, also die doch auch alle momentan auf ihrem maximalen Bewertungsniveau, was natürlich auf der Basis der Notenbankinterventionen passiert. Die Staatsanleihen in den USA sind ein gutes Stück zurückgekommen und hier unten haben wir mal den DAX und da sehen wir im Endeffekt, okay, das nicht besonders spektakulär. Das ist natürlich nur die kurze Sicht von 5 Jahren. Sie wissen, aufgrund der 5-Jahres-Betrachtung fällt natürlich die Finanzkrise mit ihren Ergebnissen hier heraus. Aber das zeigt doch mal auch sehr deutlich, wie sich die verschiedenen Bewertungen im Zeitablauf verändert haben. Habe Ihnen das auch nochmal grafisch mitgebracht, dass Sie das über einen längeren Zeitraum nachvollziehen können. Ist natürlich ziemlich bunt, aber worauf ich Sie einfach hinweisen möchte, ist,
dass Sie Bewertungen nicht immer nur absolut betrachten sollten und auch in Relation zu anderen Vermögensklassen, sondern natürlich auch mal im Zeitablauf. Und auch hier sehen wir natürlich, dass in Relation auch der Aktienmarkt, obwohl die Konjunktur jetzt nun wirklich nicht boomt, wenn wir jetzt mal den DAX exemplarisch nehmen und Aktien global habe ich auch mal gleich noch mit eingekreuzt. Das ist jetzt nicht wirklich spektakulär, nicht wirklich günstig, nicht wirklich teuer. Also die Frage ist, was hat sich denn jetzt in den letzten Wochen und Monaten geändert? Und nur weil der Aktienmarkt jetzt mal 8% gefallen ist, was bedeutet das für meine eigene Anlagestrategie? Wo muss man abweichen? Und meines Erachtens, wie gesagt, sind die Medien da momentan auch wiederum natürlich in der Lage und in der Stimmung, das prozyklische Anlegerverhalten natürlich zu fördern. Deswegen, wie gesagt, der Blick auf die Strategie macht hier Sinn, weil letztendlich vom Big Picture, der für langfristige Investoren relevant ist, hat sich nicht so richtig was geändert. Auch nochmal eine Ratio vom US-Aktienmarkt. Da geht es im Endeffekt darum, okay, wie sind denn die Wiederbeschaffungskosten der Vermögenswerte? Man nimmt an, dass ein Wert kleiner 1 ist eine Unterbewertung, größer 1 eine Überbewertung. Sie sehen es hier mal im Zeitablauf. Also hier sehen wir den langfristigen Durchschnitt in Orange dargestellt. Hier sehen wir das aktuelle Niveau und jeweils hier in Grau hinterlegt. Das sind Phasen einer Überbewertung, wenn es eben über 1 ist. Und man sieht aber auch sehr schön, dass im Frühjahr 2009 hatten wir hier ein niedriges Niveau. Nur damals hatten die meisten eben auch nicht den Mut zu kaufen, weil die Nachrichtenlage war sehr schlecht. Und leider haben dementsprechend auch viele Anleger natürlich diesen Trend der letzten 5 Jahre verpasst. Dazu passt es auch ganz gut, dass natürlich immer wenn die Kurse fallen, da werden mal wieder die Dauerbären aus der Kiste geholt. Es gibt immer Leute, die man dann natürlich vor die Kamera ziehen muss, die uns ja vor 5 Jahren schon erklärt haben, dass der Aktienmarkt viel zu teuer ist. Und nun bekommen wir nochmal erläutert, warum alles eigentlich viel zu teuer ist. Und nun ja, hier muss man mal sagen, es wäre ja schön, wenn ihr auch mal positiv gewesen wärt, weil am Ende des Tages bin ich eher bereit, auch mal einen Rückschlag hinzunehmen, wenn ich natürlich auch die letzten 5 Jahre mal Gewinne gemacht hätte. Worum geht es im Kern? Genau wie dieses Thema. Sie haben eine eigene Meinung, Sie haben eine selektive Wahrnehmung, was die Meinung von Dritten betrifft. Unser Gehirn sucht sich natürlich eher Meinungen, die unsere eigene Meinung bestätigen. Dann sucht man noch ein bisschen im Internet und dann kommt man natürlich immer noch auch von den weiteren Propheten und Experten, der unsere Meinung hier belegt und dementsprechend prozyklisches Anlageverhalten. Und das erklärt eben diese Differenz zwischen Anlagerendite und Anlegerrendite. Ich habe es Ihnen deswegen mal eingebaut, weil das natürlich bei einem DAX-Verlust von 8% natürlich alles mal wieder aus der Kiste geholt wird. Dass der Markt nicht nur aus dem US-Markt besteht oder aus dem DAX, sehen Sie mal hier. Das ist eine exemplarische Darstellung von dem, was wir uns auch regelmäßig anschauen. Das mal die Bewertung der Aktienmärkte für verschiedene Länderindizes. Und da sehen Sie im Endeffekt auch, wir haben hier unten China. Wir haben im Endeffekt dann die verschiedenen Märkte hier und das soll Ihnen nur mal zeigen, dass wir nicht den Aktienmarkt haben, sondern der Aktienmarkt ist im Endeffekt ziemlich heterogen. Wir haben natürlich Schwellenländer, wir haben sogenannte Frontier Markets, also Grenzmärkte, wir haben die Industrienationen und typischerweise sollte ein Portfolio doch relativ gut über diese Märkte gestreut sein und vielleicht auch zusätzlich über verschiedene Investmentstile und Bewertungsansätze wie zum Beispiel Value on Growth gestreut sein. Habe Ihnen das nochmal grafisch mitgebracht. Das heißt, man sieht hier mal, in welchem Jahr hat denn sich was wie entwickelt. Und Sie sehen es, in dem einen Jahr waren die großen Unternehmen, die Wachstumstitel 2011, die waren die besten. Ja, dann in 2012 waren sie nur noch Vorletzter. Und das gilt für verschiedene Segmente. Und man versucht natürlich immer den Besten zu finden. Und hier sieht man mal schön, wenn man einfach eine gleichgewichtete Mischung gewählt hätte, dann wäre man immer ziemlich in der Mitte gewesen. Nie spektakulär oben, nie spektakulär unten. Und das ist natürlich auch mal wieder ein Indikator, warum es so wichtig ist, seine Vermögenswerte nicht nur über Vermögensklassen zu streuen, sondern auch innerhalb der Vermögensklasse, wie zum Beispiel Aktien, verschiedene Länder, Regionen und auch Bewertungsansätze hier entsprechend auszunutzen. Und das zeigt mal wieder sehr deutlich, dass es eben nicht den Aktienmarkt gibt, sondern wir über heterogene Themen sprechen. Um auch nochmal auf das Thema Krisen zu sprechen zu kommen, Sie sehen hier mal die Darstellung einer fiktiven Strategie auf Indexbasis, 60% Aktien, 40% Renten, der Aktienteil wirklich global gestreut, halbjährlich wird das ganze Thema rebalanced, wir sehen mal hier verschiedene Krisen, ob es jetzt der Aktienmarktcrash von 87 war im Oktober, dann die Sparkassenkrise 89 in den USA, Asienkrise, Russlandkrise und natürlich auch die Terroranschläge vom 11. September und Sie sehen jeweils die Wertentwicklung des Portfolios nach einem Jahr, nach 3 Jahren und nach 5 Jahren und dann sehen wir mal, wie wichtig es ist, ein diversifiziertes Portfolio zu halten und das auch konsequent zu rebalancen, sofern es weiterhin den persönlichen Lebensumständen und auch der finanziellen Risikobereitschaft entspricht.
Relativ wenig Meinung, sieht auch simpel aus. Nur aus der persönlichen Erfahrung kann ich Ihnen auch sagen, relativ schwierig das umzusetzen, weil die Emotionen uns immer wieder dazwischen funken. Hier mal ein gutes Buch gelesen, da mal einen tollen Artikel gelesen. Aber am Ende des Tages sollte man solche, ich sage jetzt mal, Unterhaltung oder auch Entertainment nicht mit effektiven Anlagestrategien verwechseln. Und deswegen immer mal ganz gut auch auf die Fakten einer disziplinierten Strategie zu schauen. Natürlich muss man sich fragen, ob die Renditen der Rentenstrategie so wiederholbar sind. Sind sie natürlich nicht. Darauf habe ich ja auch schon oft genug hingewiesen. Nichtsdestotrotz mal ein Beispiel dafür, warum und wie sich diszipliniertes Investieren auszahlen kann. Das ist natürlich alles nur ein Teil der Anlagestrategie. Letztendlich haben Sie natürlich immer einen Punkt. Sie haben Ausgangspunkt, wo Sie heute stehen. Sie sollten wissen, wo Sie hinwollen. Danach muss man schauen, ist diese Rendite überhaupt mathematisch erzielbar? Wenn sie mathematisch erzielbar ist, dann gilt es, das mit dem Kapitalmarktumfeld abzugleichen. Danach muss es mit der finanziellen Risikobereitschaft abgeglichen sein, weil 3 bis 4% Rendite sind wohl durchaus langfristig realistisch zu erreichen. Aber wenn die finanzielle Risikobereitschaft nur 5, 6, 7% Schwankungen zulässt, dann muss man einfach sagen, für Sie persönlich wird es mit dieser Risikobereitschaft nicht machbar sein. Dann muss entweder hier etwas geändert werden oder die Planung ist letztendlich anzupassen. Dann natürlich die bestehende Vermögensstruktur. Das Thema Vermögensstrukturanalyse haben wir auch schon oft genug behandelt. Das Humankapital, auch dazu haben wir ja schon einige Beiträge verfasst. Also deswegen wichtig ist eine gesamthafte Betrachtung. Und ich habe es jetzt mal exemplarisch für das Thema Risikobereitschaft rausgenommen, weil Sie wissen, wir unterscheiden zwischen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal. Das sehen Sie auch hier sehr gut. Wir sehen ja mal die finanzielle Risikobereitschaft aufgrund des, ja, ich würde sagen, internationalen renommiertesten Anbieters zum Thema Messung der finanziellen Risikobereitschaft. Also Sie sehen das im Zeitablauf relativ konstant bei den gleichen Personen. Im Gegensatz dazu sehen wir die Bewegung am globalen Aktienmarkt und man sieht eben noch sehr deutlich, dass letztendlich das Thema Risikobereitschaft eher ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt, also relativ stabil, wohingegen die finanzielle Risikowahrnehmung doch sehr stark davon abhängig ist, was Sie heute in der Zeitung lesen, was Ihnen Ihre Bekannten erzählen oder was eben jemand anders, den Sie in Börsendingen für einen Experten eben halten, eben gerade so sagt. Also ganz klar, finanzielle Risikobereitschaft, die sollte man kennen. Man kann die entsprechend auch messen über einen online gestützten Fragebogen. Wir haben ja schon häufiger mal darauf hingewiesen, wer da Interesse hat, der kann im Endeffekt einfach mal eine E-Mail schreiben mit dem Stichwort Risikobereitschaft. Dann bekommt er kostenfrei die Zugangsdaten zugeschickt, kann das für sich mal durchgehen, bekommt auch direkt das Ergebnis. Ich glaube, nach ungefähr 10 bis 20 Minuten und kann sich das mal betrachten. Und im Rahmen eines Webinars in den nächsten Wochen werde ich dann nochmal anhand von Beispielfällen zeigen, wie man das interpretieren kann, um auch vielleicht hier die eine oder andere Hilfestellung auf allgemeiner Basis geben zu können, weil letztendlich kann das natürlich keine Anlageberatung ersetzen. Ansonsten, ganz klar, das können natürlich nur Denkanstöße sein. Mein Fazit lautet ganz klar, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Sie werden am Wochenende wieder viel in den Medien lesen und schauen sich mal die Namen der Schreiberlinge an. Das sind häufig die gleichen, die Ihnen vor 3 Wochen erzählt haben, DAX 10.000, kein Problem, jetzt geht es auf 15.000. Also nicht so viel auf Meinung gehen, machen Sie eher mal die Hausaufgaben. Eine handwerklich saubere Vermögensstruktur, die beinhaltet eben mehr als die einzelne Auswahl von Aktientiteln, sondern da geht es um Disziplin, da geht es um Verständnis, warum ich überhaupt welche Vermögenswerte kaufe, welche Funktion die langfristig erfüllen sollen. Und dann können Sie im Nachhinein schauen, okay, macht es Sinn, auf einen Schlag in Aktien zu investieren? Macht es Sinn, sukzessive über einen Sparplan zu agieren? Ist es vielleicht sinnvoller, bestehende Positionen, die abgeltungssteuerfrei sind, zu halten und diese über Put-Optionen oder andere Hebelzertifikate abzusichern? Da gibt es keine pauschale Lösung. Jeder von uns ist individuell. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den einen oder anderen Hinweis geben. Lassen Sie sich nicht zu sehr verwirren. Das war es von meiner Seite. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiedersehen.